Leute und willkommen zu einem kleinen Wunsch-Tutorial. Und zwar geht es um Minecraft Forge. Und unter anderem werde ich dann auch noch zeigen, wie man Mods drauf macht und dann auch den Shader-Mod. Und ja, wir gehen erstmal auf den Link. Ersten Link in der Video, oder nicht ersten, aber ein, vielleicht ist der erste. Links in der Videobeschreibung oder geben einfach mal ein Minecraft Forge. Dann gehen wir gleich hier auf Minecraft Forge Download. Dann kommen wir hier rauf. Und dann müssen wir die 1.72 Recommended suchen. Und dann auf Installer klicken. Also da und dann auf Installer. Dann kommen wir zu einer Adfly Seite und dann müssen wir hier warten 5 Sekunden. Und dann Skip Add drücken. Und dann Save File. Damit es gedownloadet. Und dann können wir einfach da drauf drücken. So. Dann können wir einfach da starten, DJAR. Und dann einfach auf OK drücken. Dann installiert das und es dann automatisch, wenn ihr Minecraft startet, hat der Installer alles schon gemacht. Habt ihr schon ein Profil mit Forge. Also wenn ihr vorhin keins hattet und dann das installiert habt, dann ist automatisch schon ein Forge-Profil da. Und das ist auch das hier. Das habe ich jetzt zweimal, weil ich davor das halt schon hatte. Und ja, dann habt ihr schon mal Forge installiert, könnt mit Forge spielen und alles. Aber wie, jetzt die Frage, wie könnt ihr einen Mod drauf installieren? Jetzt müsst ihr erstmal auf den Punkt Minecraft Ordner kommen und dazu müsst ihr die Windows-Taste und R drücken. Dann kommt hier dieses Fenster und müsst %appdata% eingeben. Okay. Dann kommt die hier rauf und dann müsst ihr Punkt Minecraft öffnen und dann sollte hier ein Mods-Dings erstellt sein. Da ist dann bei euch noch nichts drin. Und da könnt ihr dann zum Beispiel, wenn ihr Optifine gedownloadet habt, das einfach hier reinziehen. Oder zum Beispiel, ups, Entschuldigung. Keine Ahnung, wenn ihr jetzt zum Beispiel X-Ray wollt oder keine Ahnung was. Also X-Ray, wenn ihr es nicht kennt, Minecraft X-Ray. Dann, da kann man halt so, das ist ein Hex sozusagen, also man kann durch die Erde die Erze sehen. Tut das nicht, dann werdet ihr wahrscheinlich von Servern gebannt, aber wenn ihr Bock habt, einfach irgendwie was rum zu experimentieren. So, dann habt ihr hier zum Beispiel Download. Ja, dann könnt ihr da Download X-Ray Mods 172. Download latest. Dann kommt man wieder auf den Adfly Link. Und dann wieder Skip Add. Gedownloadet. Und wenn ihr dann jetzt wieder Mods öffnet, dann könnt ihr das da reinziehen. So, das war jetzt falsch. Ihr müsst natürlich nicht das hier reinziehen, sondern doch hier reinziehen. Eigentlich sollte das eine Jar-Datei sein. Naja, könnt ihr auf den Mods, der meistens, wenn man sich runterladet, dann sind das Jar-Dateien. Dann, also ich habe hier jetzt eins, ich ziehe es jetzt einfach mal rein, zum Beispiel X-Ray.
Irgendwo kann man sich da auch sicher eine Chardata runterladen. Ziemlich sicher. Ja, keine Ahnung. Ist ja auch nicht wichtig. Bei den meisten Mods, die ihr downloadet, bekommt ihr eine Chardata. Und die könnt ihr dann einfach da reinziehen. Und dann ist das installiert. Zum Beispiel, wenn jetzt da wieder Minecraft startet. Dann mit Forge startet. Dann könnt ihr den Mod benutzen, so wie es halt ist. Dann müsst ihr nichts weiter machen, sondern einfach das da reinziehen, die Chardata. Und das war's dann auch. Demonstrieren. Und ja. Da sehen wir schon Mods, sind die ganzen Mods drin. Einzelspieler und keine Ahnung, gehen wir einfach mal. Keine Ahnung. Welt erstellen. Creative, neue Welt erstellen. Dauert das wieder ein bisschen. Inzwischen kann ich ja den Shaders Mod aufgehängt. Ja, dann könnt ihr da drauf drücken. Dann sind hier halt ein paar Bilder. Und dann könnt ihr auf Download Shaders Mod. Bla bla bla, ja. Minecraft gestartet, sieht man hier so. Habe ich bei der Minimap die Steuerung X. Machen wir einfach mal kurz D. Wenn man jetzt X drückt, dann sieht man die ganzen Erze. Zum Beispiel da unten ist Gold. Und ja, da unten sind Dias und ja. Das wollte ich halt nur zeigen, dass es funktioniert. So, dann Shaders Mod. Minecraft 1.7.2 brauchen wir. Dann kommen wir wieder zu einem Adfly-Seite und müssen so wie immer. Waren da gerade 6 Sekunden, normalerweise sind es 5 Sekunden. Auf Skip Add. Download. File. Dann können wir hier, so wie normalerweise ist das dann halt eben eine Chardata, einfach reinziehen. Ich weiß wirklich nicht, warum das da beim X-Ray gerade irgendwie eine da war. Eigentlich sollte dort auch, weil ich habe irgendwie von derselben Seite auch das, keine Ahnung, einfach so da drauf ziehen, wieder Minecraft starten. Und wenn ihr Minecraft dann gestartet habt mit Forge, dann
könnt ihr eben die ganzen Shader machen. Ihr braucht keine einzelnen Shader reinziehen. Also man kann auch einzelne Shader dazu ziehen. Allerdings braucht man es nicht, es sind schon einige vorher drin. Und ja. Starten. Dauert immer ein bisschen. Wenn das gestartet ist, könnt ihr auf die Welt gehen. Oder prinzipiell könnt ihr das machen, nur zum Zeigen, gehe ich jetzt in eine Welt. Und ja. Dann könnt ihr, also jetzt ist alles ganz normal noch, dann könnt ihr hier auf Optionen gehen. Gibt es auch schon Mod-Optionen, aber naja. Optionen und dann gibt es hier Shader. Dann kann man auf Shader gehen und dann sind hier schon einige Shader und wenn ich jetzt zum Beispiel, also None und Internal ist dasselbe und dann kann man einfach so auf Done und dann hat man einen Shader. Und das funktioniert gerade erstaunlich gut. Okay, doch nicht ganz so gut. Normalerweise habe ich noch weniger FPS. Und ja, dann hat man halt Shader drin. Sonne sieht schön aus, das Wasser sieht schön aus. Wobei ich das Wasser eigentlich in dem, der sollte eigentlich lagless sein, aber irgendwie lag es bei mir mehr als mit anderen. Ja, da finde ich, sieht das Wasser sehr schön aus. Ups. Da ist ein See. Kann das recht schön sehen. So, hier zum Beispiel. Also es sieht einfach wunderschön aus mit Shader. Und ja, so könnt ihr alle Mods mit Forge installieren und so könnt ihr Forge installieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es funktioniert hat, könnt ihr das ja auch gerne in die Kommentare schreiben. Wenn nicht, dann auch. Dann werde ich schauen, ob ich vielleicht irgendwas machen kann, dass es funktioniert. Und ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Video und ciao.